Moin Giorno und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den 040 Barbecue Bros. Heute stellen wir euch einfach mal den Kanal vor und uns vor, warum, wieso, weshalb. Was wir hier eigentlich tun, wer wir überhaupt sind. Ach nee, wer war zuerst da, Ei oder Huhn? Das Huhn natürlich. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja. Deswegen, ja, machen wir mal eine kleine lustige Runde, um euch zu sagen, wie wir eigentlich darauf gekommen sind, YouTube zu machen. Genau. Also als erstes, ich bin der Jan, komme aus nicht aus Hamburg. Ich bin zugezogener. Ja, bin 2002 nach Hamburg gekommen und habe eigentlich relativ zügig auch Mo kennengelernt. Damals noch, als wir beim Paintball gearbeitet haben. Lange ist her. Ja, haben uns danach auch lange aus den Augen verloren. Und durchs Angeln sind wir eigentlich wieder aneinander geraten. Genau. Ja. Und dann haben wir immer mal wieder miteinander kommuniziert oder gequatscht, sag ich mal eher, geschrieben. Wollten eigentlich auch mal zusammen angeln gehen, aber irgendwie hat das nie geklappt. Ich glaube zweimal waren wir oder so. Wir waren dann meist eher Burger essen und haben dann irgendwann angefangen zu grillen. Genau. Beide gucken super gerne YouTube und dann stand ein neuer Grill an. Jan ist umgezogen in eine Terrassenwohnung und braucht einen größeren Grill. Was mit Dampf und was ordentliches. Genau. Wir haben dann uns auf die Suche gemacht. Bei mir war eigentlich immer so Broilking. Jan sagte aber, nee, ich guck noch mal ein bisschen rum. Doch, ich war auch erst bei Broilking, aber ich war noch nicht so ganz überzeugt. Genau, und dann habe ich das Video von Santos gesehen zu dem S418. Genau. Dann sagte ich, okay. Du bist trotzdem Broilking. Ich warte erstmal ab, bis du den gekauft hast. Genau. Dann hat er sich den gekauft und bei der ersten Grillung stand dann für mich fest, ich hole mir den auch, weil meiner auch schon mehr oder weniger durch war. Der ist jetzt auf dem Campingplatz. Ja. Was sollen wir sagen? Wir haben dann natürlich gesucht, so als YouTube-Fans, nach Videos und es gab halt nicht viel und haben dann irgendwann gesagt, so pass auf, wir machen einfach selber mal ein Video. Jan hat Kamera und Co. alles schon vorweg gehabt, hat auch schon so ein bisschen gestreamt und gefilmt. Ja, und dann habe ich gesagt, komm, dann machen wir das. Mal probieren, ja. Gucken wir mal, wie es wird und uns macht das riesen viel Spaß. Immer gutes Essen. Ja, weil wir uns sowieso regelmäßig zum Grillen treffen. Genau, haben wir gedacht, das fokussen wir dann mal und halten das fest. Ja. Ja, man sieht, glaube ich, oder wir hoffen, dass ihr die Steigerung seht vom ersten bis zum jetzigen Video. Zweite Kamera und sowas alles. Schnitt ist besser geworden. Wir sind lockerer geworden. Und uns macht das Spaß. Genau. Es läuft. Und deswegen machen wir einfach weiter. Aber der S418 wird nicht der einzige Grill bleiben. Genau. Und zwar hat Mo nämlich noch einen kleinen Räucherofen, den wir dann demnächst auch mal wieder anheizen werden. Jetzt gerade, wenn der Herbst kommt oder allgemein jetzt immer so, weil Smoker ist halt für Pulled Pork und eigentlich Rippchen, Brisket und diese ganzen Long Jobs ist ja halt viel geiler. Perfekt, ja. Ne, ist halt so ein kleiner El Fuego. Genau, nichts Tolles, aber macht seinen Job schon. Und macht da super. Viele gute Sachen drin gemacht und da werden wir euch auch noch was zeigen jetzt, wenn es wieder in die kältere Richtung geht, so vor Jahreszeit. Ja. Kommt da auch wieder mehr und dann alles Mögliche. Es wird auch mal ein Kohlegrill kommen. Also es ist nicht nur auf den S418 beschränkt. Das war jetzt so die erste Reihe. Wir haben es jetzt mal so durchgezogen. Demnächst kommt dann aber auch ordentlich Content zu anderen Sachen. Genau. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Video wiedersehen. Ganz genau. Eure 040 Barbecue Bros. Und heute aus jetzt Hamburg. Genau. Und mit dem Hefe, was jetzt durchs lange Sammeln auch schon wieder die Krone verloren wir hat. Sind halt, die Kronen tragen wir halt auf dem Kopf und nicht im Bier. Genau. Ja. Und wir sammeln zu viel. Also, als dann, zum Wohl. Bis zum nächsten Mal. Ciao.